hat eine Schmutzkampagne gegen ihn stattgefunden und es wurde versucht, gezielt seine Glaubwürdigkeit zu zerstören. Und doch ist es weitergegangen. Es gab andere mutige Menschen, die sich für Julian Assange eingesetzt haben. Der langjährige Beauftragte der UNO für Folter und unmenschliche Behandlung, der Schweizer Professor Nils Melzer. Er hat sich eingesetzt für Julian Assange, als er mitbekommen hat, um was es geht. Und es geht nämlich nicht nur um ein Leben eines Journalisten, sondern es geht um etwas ganz klar, ein Prinzip, das Prinzip der Pressefreiheit. Und darauf fußt die Meinungsfreiheit. Denn wenn die Presse uns nicht mehr die ganze Wahrheit sagt, sondern Dinge weglässt, dann ist es nicht mehr die ganze Wahrheit, sondern dann ist es schon eine halbe Lüge. Und Julian Assange hat gesagt, wenn Kriege mit einer Lüge beginnen, kann die Wahrheit Frieden schaffen. Denn die Mächtigen scheuen das Licht der Wahrheit. Und wenn sie die Presse in der Tasche haben, dann ist es umso wichtiger. Und das ist der große Erfolg von WikiLeaks. Sie haben Dinge veröffentlicht, die jahrzehntelang die Presse sich nicht getraut hat oder aus welchen Gründen auch immer sie nicht veröffentlicht haben. Unter anderem das Begehen von Kriegsverbrechen. Und deswegen sind wir hier und deswegen sagen wir Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. Ich freue mich sehr, ein von den wenigen wirklich aufrechten Politikern hier heute bei uns zu haben, André Hunko von der Partei Die Linke, der sich seit vielen, vielen Jahren mit Parteifreunden für die Freiheit von Julian Assange einsetzt. Herzlichen Dank. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mich eigentlich bei euch bedanken. Deswegen bin ich hier, weil ihr jetzt in dieser wichtigen Phase, in der wir jetzt sind, weil ihr hier regelmäßig da seid, weil ihr regelmäßig hier das Thema Julian Assange vor der US-Botschaft zum Ausdruck bringt. Und ich möchte einfach nur meine Unterstützung zum Ausdruck bringen. Freiheit für Julian Assange. Julian Assange muss sofort freigelassen werden. Und wir haben in den letzten Wochen, ich habe gerade gesagt, wir sind in einer entscheidenden Phase, weil im Augenblick die britische Innenministerin Priti Patel darüber entscheiden kann, ob Julian Assange ausgeliefert wird oder ob er freigelassen wird. Das kann sie gerade entscheiden. Seit 3 Wochen, seit dem Urteil dieses Londoner Gerichtes, die ja den Weg für die Auslieferung freigegeben hat. Aber bis jetzt gibt es dazu keinerlei Äußerung von Priti Patel. Ich interpretiere es mal positiv, dass der Druck doch vielleicht zu groß ist und dass man sich noch nicht ganz sicher ist, wie man jetzt doch damit umgehen sollte. Und genau deshalb ist es wichtig, dass in diesen Tagen und diesen Wochen hier in Berlin, aber auch in anderen Städten, in ganz Europa und überall auf der Welt, Free Assange auf die Tagesordnung kommt. Ich habe beim letzten Mal, als ich hier vor 2 Wochen war, das glaube ich, gesprochen habe, darauf hingewiesen, dass es viele wichtige Stimmen gab, jetzt in dieser entscheidenden Phase. Einmal zum Tag der Pressefreiheit vor etwa einem Monat und dann auch an dem Tag, als die Entscheidung bei Priti Patel lag. Und seitdem ist auch weiteres passiert. Was ich ganz spannend finde gegenwärtig, ist, dass in Australien
sich ja nach den Wahlen, die vor wenigen Wochen dort stattgefunden hat, es eine neue Regierung gibt. Eine linkere Regierung, keine richtig linke, aber eine sozialdemokratische Regierung mit einem Premierminister Albanese, heißt der. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Albanese wahrscheinlich. Und der hat sich vorher, bevor er Premierminister war, immer dafür ausgesprochen, dass sich die Regierung dafür einsetzen soll, dass Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert wird. Und ich glaube schon, dass man ihn halbwegs zumindest ernst nehmen muss. Er hat jetzt gesagt, dass er in Verhandlungen ist, dass er diplomatische Wege einschlägt, um sich dafür einzusetzen. Und im australischen Parlament hat sich jetzt auch eine Gruppe gebildet von Abgeordneten, die den Druck aufrechterhält auf den Premierminister. Und das ist ganz wichtig und richtig, dass jetzt auch aus Australien endlich mehr Druck kommt in Richtung Freilassung von Assange, in Richtung Nicht-Auslieferung von Assange, weil Assange ist australischer Staatsbürger und hat nichts in den USA verloren, wenn es um die Auslieferung geht, oder nichts in einem US-amerikanischen Gefängnis verloren. Und ich will noch mal darauf hinweisen, das ist ja auch gerade schon mal gesagt worden, es wäre ein Präzedenzfall, ein historischer Präzedenzfall, wenn ein Journalist von einem Land ausgeliefert wird, in ein Land ausgeliefert wird, dessen Kriegsverbrechen er aufgedeckt hat. Wenn das durchkommt, und das ist bis jetzt noch nie durchgekommen, es ist wirklich ein Präzedenzfall, wenn das durchkommt, kann theoretisch jeder Journalist, der Kriegsverbrechen aufdeckt, ausgeliefert werden in ein mächtiges Land, in die USA, oder wenn es neue mächtige Länder gibt, andere mächtige Länder auch dorthin. Und das dürfen wir nicht zulassen. Es ist wirklich ein außerordentlich wichtiger Fall. Und deswegen finde ich es auch gut, dass der Whistleblower, der vor 50 Jahren die Pentagon Papers veröffentlicht hat, Daniel Ellsberg in den USA, sich jetzt auch geäußert hat. Und er sagt, this extradition would mean that journalists anywhere in the world could be extradited to the US for exposing information classified by the US. Also diese Auslieferung würde bedeuten, dass Journalisten überall auf der Welt in die USA ausgeliefert werden, wenn sie Informationen veröffentlichen, die in den USA klassifiziert sind, also unter Geheimhaltung stehen. Und genau das dürfen wir nicht zulassen. Das ist richtig, was Daniel Ellsberg da sagt. Und das müssen wir überall auch verbreiten, diese wichtige Botschaft. Ich hatte es auch beim letzten Mal gesagt, dass wir, ich komme ja aus Aachen, einer kleinen Stadt, ganz im Westen, wir hatten eine Karlspreisverleihung dort. Und die Laudatorin dieser Karlspreisverleihung war Annalena Baerbock. Und deswegen hatten sich in Aachen auch Gruppen zusammengetan, die das Thema Julian Assange dort bei den Festlichkeiten auf die Tagesordnung bringen wollten. Es gab eine Kundgebung dort, da war ich auch da. Da haben sich auch 100 Leute beteiligt. Das war eine sehr gute Sache. Es kamen auch Leute aus Köln dazu. Es kam sogar eine Rednerin aus London, die Deepa Driver. Und wir haben da, ich glaube, einen guten Job gemacht. Wir haben auch eine kleine Veranstaltung am Abend vorher dazu gemacht. Aber eine Sache will ich schon sagen. Die Veranstalter dieser Karlspreisverleihung haben es verboten, selbst Buttons oder T-Shirts oder Unterschriftenlisten für Julian Assange dort auf den zentralen Platz zuzulassen. Das war skandalös. Wir werden dem auch nachgehen. Das wird auch noch rechtliche Nachspiele haben. Aber die Polizei hat das sozusagen unterbunden, weitestgehend, nicht vollständig. Dennoch war das eine richtige Aktion in Aachen. Und ich glaube, wir müssen überall solche Events, solche Ereignisse nutzen, jetzt gerade in dieser Zeit, um auf die Situation von Julian Assange aufmerksam zu machen. Ich danke euch, dass ihr aktiv seid. Ich danke euch, dass ihr aktiv bleibt.
Meine Hauptbotschaft ist, genau jetzt, in diesen Tagen und Wochen, ist es besonders wichtig, das Thema Julian Assange auf die Tagesordnung zu setzen. Und deswegen bin ich hier und wünsche euch auf jeden Fall eine gute Kundgebung und einen langen Atem, weil ich glaube, am Ende werden wir gewinnen. Vielen Dank. Wir haben ja gerade wieder Sitzungswoche hier im Bundestag und morgen wird die Bundesregierung ein 100 Milliarden Euro Paket beschließen, durch Parlament bringen, das für das Militär eingesetzt werden soll, das für Maß weitestgehend zur Aufrüstung eingesetzt werden soll. Wir halten das für völlig falsch. Der furchtbare Ukraine-Krieg wird sozusagen als Anlass genommen, um ein solches historisches Aufrüstungspaket durchzusetzen und ins Grundgesetz hineinzuschreiben. Und deswegen wird es morgen auch Proteste geben von der Friedensbewegung um 11 Uhr vor dem Bundestag. Und wer daran teilnehmen will, kann ich nur dazu auffordern. Ich halte das auch für sehr wichtig. Ich werde auf jeden Fall morgen mit Nein stimmen. Wird gerade für die Menschen, die wenig haben, immer schwieriger zur Zeit. Und da kann man sich dann fragen, okay, warum funktioniert das gerade nicht so richtig hier bei uns mit der Demokratie? Und kann das daran liegen, dass halt gerade unsere Medien auch nicht so richtig auf der Höhe der Zeit sind? Auf das ich euch gerne noch aufmerksam machen möchte, und das ist das Festival Pax Terra Musica in etwa Ende Juli. Das wird in Friesack stattfinden. Einige kennen das vielleicht von euch. Also Matthias Tretschok, der früher für uns hier gefilmt hat, er hat jetzt wahnsinnig viel zu tun und konnte es zeitlich nicht mehr schaffen. Er wird aber dort einen Julian Assange-Raum einrichten. Und da gibt es vielleicht auch dann interessante Sachen zu hören. Ihr seid aber auch selber aufgefordert, da vielleicht was zu Assange sogar zu sagen, wenn ihr möchtet. Also wer will, kann mich ja nachher noch ansprechen deswegen. Auf jeden Fall, das Festival wird 4 Tage dauern. Man kann, muss nicht diese 4 Tage sich kaufen, man kann auch für einen Tag nur dahin gehen. Es gibt tolle Musik, schöne Workshops, die man sich auch teilweise eben selbst organisiert sind. Es sind schon sehr viele Anmeldungen da, aber es ist immer noch Platz für viele, die noch dazukommen möchten. Und es hat ja jetzt auch 2 Jahre nicht stattfinden können aus bekannten Gründen. Das wird also jetzt sicherlich eine große Freude sein, dass das Festival wieder stattfindet Ende Juli. Ja, also wer da noch mitmachen möchte wegen Assange, da würde ich mich freuen, wenn ihr mich ansprechen würdet. Lass ihn frei! Sofort! Gut, also ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zu Priti Patel, und es gibt ein schönes Statement von der Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatovic, was ich euch vorlesen wollte gerne noch. Jedenfalls der oberste Gerichtshof entschied allein aufgrund der bedingten Zusagen der USA, dass Assange in der Haft gut behandelt würde. Ja, also das waren Zusagen, die kamen ja auch noch später dazu, was völlig unüblich ist und eigentlich nie zum Tragen kommt in Gerichtsverfahren, was schon darauf hindeutet, dass in diesem Gerichtsverfahren mehr faul ist, als man sich vorstellen kann. So, da die Gerichte jetzt aber gar nicht mehr beteiligt sind, ist das Ganze jetzt ein politischer Fall, denn die Entscheidung liegt ja jetzt bei Priti Patel. Und es liegt im Ermessen des Innenministeriums, diese Auslieferung zu blockieren. Und es gibt großen Druck seitens der Zivilgesellschaft und auch von vielen Gruppen für die Pressefreiheit, dies zu tun, sagte Stella Assange bei einer Filmvorführung letzte Woche. So, und sie meinte, der stärkste Druck ginge eben von Dunja Mijatovic aus, der Menschenrechtskommissarin, die ich eben schon erwähnte, die Patel gedrängt hat,
Textil zu blockieren, also die Auslieferung. Und jetzt lese ich das vor, was Frau Mijatović gesagt hat. Ich habe die Entwicklungen im Fall von Herrn Assange mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. In den bisherigen Gerichtsverfahren ging es vor allem um die persönlichen Umstände von Herrn Assange bei seiner möglichen Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Obwohl dies eine sehr wichtige Angelegenheit ist, bedeutet dies meiner Meinung nach auch, dass die weiterreichenden menschenrechtlichen Auswirkungen der möglichen Auslieferung von Assange, die weit über seinen Einzelfall hinausgehen, bisher nicht angemessen berücksichtigt wurden. Insbesondere bin ich der Ansicht, dass die Anklage der Vereinigten Staaten gegen Herrn Assange wichtige Fragen zum Schutz derjenigen aufwirft, die Verschlusssachen im öffentlichen Sinne veröffentlichen. Also, was die USA ja als Geheimnisverrat und Spionage betitelt haben. So, weiter, das war jetzt ein Einschub von mir. Einschließlich Informationen, die Menschenrechtsverletzungen aufdecken. Die allgemeine und vage Art der Anschuldigungen gegen Herrn Assange und der in der Anklageschrift aufgeführten Straftaten sind beunruhigend, da viele von ihnen Aktivitäten betreffen, die im Kern des investigativen Journalismus in Europa und darüber hinaus stehen. So, dann haben sich viele Leute dem angeschlossen, Friedensnobelpreisträger Adolfo Perez Esquiv, wahrscheinlich ausgesprochen, hat auch an Patel geschrieben. Auch Amnesty International hat sich wunderbarerweise aus der Deckung gewagt und wirklich mobil gemacht dagegen und schreibt, das lese ich jetzt auch nochmal schnell vor, was Amnesty schreibt, wenn die britische Regierung einem fremden Land erlaubt, eine extraterritoriale Strafgerichtsbarkeit auszuüben, um eine Person zu verfolgen, die aus dem Vereinigten Königreich heraus veröffentlicht, könnten andere Regierungen denselben Rechtsapparat dann, um Journalisten einzusperren und die Presse weit über die Grenzen ihrer eigenen Leute hinaus zum Schweigen zu bringen. Also ich finde es ziemlich gut, dass Amnesty sich so deutlich äußert, obwohl sie ja leider bisher immer noch nicht eine Urgent Action aufgelegt haben und Assange meines Wissens zumindest immer noch nicht als politischer Gefangener aus Gewissensgründen anerkennen. Genau. Julian Assange ist seit mehr als 11 Jahren seiner Freiheit beraubt. Und nicht, weil er irgendetwas verbrochen hätte, sondern weil er Kriegsverbrechen aufgedeckt und veröffentlicht hat. Und wir sagen, Journalismus ist kein Verbrechen. Und es müsste ein Riesenaufschrei durch unsere Presselandschaft gehen. Denn jeder Journalist wird nicht mehr seines Lebens sicher sein können und seiner Freiheit, wenn Julian Assange an die USA ausgeliefert wird. Und deswegen sagen wir Free, Free, Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Und jetzt an die Adresse von Großbritannien. Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Unsere Botschaft an die britische
Es ist eine Schande, einen unbescholtenen, aufrechten Journalisten seit über 3 Jahren in ein Hochsicherheitsgefängnis verrotten zu lassen. Und dieser Journalist, dieser Australier, Julian Assange, hat nichts verbrochen. Er hat Kriegsverbrechen der USA und von Großbritannien aufgedeckt. Das ist der einzige Grund. Es ist ein Angriff auf die Pressefreiheit. Es ist ein Angriff auf uns alle. Denn wenn die Presse nicht mehr das berichten kann, was ist, sondern nur noch das, was die Regierung möchte, was wir hören sollen, dann haben wir keine Pressefreiheit mehr. Und dann haben wir auch bald keine Demokratie mehr. Dann sind wir nur noch Untertanen und keine freien Bürger, die über das Geschick ihres Landes selbst entscheiden. Und deswegen ist dieser Angriff, den Großbritannien auf die Pressefreiheit führt, ein Angriff auf uns alle. Und deswegen sind wir hier und deswegen sagen wir, Großbritannien, lasst ihn frei! Sofort! There's only one decision! No! No. Pressefreiheit mehr haben, dann haben wir auch bald keine Demokratie mehr und wir haben auch keinen Frieden mehr, weder in unserer Gesellschaft noch unter den Ländern. Free, free, free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Lasst ihn frei! Sofort! Unsere Zukunft ist in Gefahr. Unsere Demokratie, der Frieden ist in Gefahr, wenn Journalisten nicht mehr wahrheitsgetreu berichten können. Und das Ziel der USA ist es, dies zu verhindern. Sie wollen keine freie Presse mehr. Sie wollen keine wahrheitsgetreue journalistische Arbeit, die auch die Schattenseiten, die die Blutspur der USA öffentlich macht. Und deswegen sind wir hier und deswegen sagen wir Freiheit für Julian Assange. Free, free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen!